So, da wären wir wieder. Bestimmt 2-3 Tage später. Es hat schon eine Weile gedauert, das ganze Holz zu sammeln und, oh, Wildschwein. Okay. Wildschwein. So, ja. Ich lasse mich nicht leicht ablenken, nein. Wildschweine sind nur wichtig gerade. Nicht wenig, dass es abhaut, aber noch eins, ne? Nein? Dann bist du abgetaucht. Aber doch noch eins. Ja, na gut, also es sind 1-2 Tage bestimmt vergangen. Ich habe das Lagersystem umgebaut und ausgebaut. Es wird trotzdem nicht reichen. Allgemein, also das ist das Lagersystem. Ich finde es toll, ich habe es mir abgeguckt von Moni. Ich weiß nicht, ob es genauso ist wie bei ihr, aber... Ja, auf jeden Fall, der Sinn dahinter ist der gleiche. Es passt jetzt schon recht viel rein, aber wir werden definitiv mehr brauchen später. Und ich habe mich jetzt schon, keine Ahnung, 5-mal an dem Feuer verbrannt. Außerdem habe ich mich vor kurzem auch am Feuer angezündet. Und dadurch, dass ich gebrannt habe, habe ich den Schaden an den umliegenden Sachen verursacht. Und ich habe das Feuer mit Feuer zerstört, was schon eine Leistung ist. Ja, also das Haus muss größer und besser und überhaupt... Aber Hauptsache, wir haben jetzt genug Platz zum Zeug einsortieren. So, dann Leder. Also hier ist gekochtes Zeug, da ist rohes Zeug, diverse Bio-Sachen. Da sind jetzt unsere Scraps drin. Trophäen kommen hier rein. Da haben wir jetzt schon welche von Hirschen, von den Grauzwergen, Wildschweine. Nicht so viele Wildschweine, wie ich gerne hätte, aber ja. Skelette und ein vom Grauzwerg. So. Für den Tisch brauchen wir noch 5 Hirschfell, 15 Feuerstein. Hirschfell haben wir mehr. Gestein ist hier unten. Und Holz ist wieder da oben. Damit sollten wir jetzt das Gerbgestell aufbauen können. Problem ist, wenn wir es außen aufbauen, könnte es eventuell kaputt gehen. Treppe, Leiter, was auch immer da, war nur dafür da, dass ich oben rauf konnte, um die letzten Sachen zu positionieren. Wird zu eng. Okay. Gut, das heißt, wir können jetzt Werkbank Stufe 3 haben wir jetzt und wir können Knochenschild theoretisch bauen. Viel wichtiger ist mir das Aufwerten von der Axt, dem Bogen. Oh Gott. Ja. Machen wir jetzt mal die Rüstung. Da können wir wenigstens 2 von aufstufen. Wir brauchen noch ein paar mehr Knochen. Und so viele mehr Schweine. So, aufwerten Lederbrust. Wir sind jetzt bei 7 Schutz. Neun Schutz. Gut. Ja, der Umhang macht jetzt nicht so viel mehr. Aber es ist ein Anfang. 10. Ja, eine deutliche Steigerung. Hätte ruhig mehr sein können, aber na gut. Das kann erstmal alles weg. Rohes Fleisch kann da rein. Steine wieder hier. Und das Holz weg. Kleiner Snack. Gut. Ich habe auch an dem Weg nach Norden gearbeitet, so ein kleines bisschen, auch wenn ich noch nicht ganz zufrieden bin. Hier sind so ein paar Hubbel drin. Ja, es gibt auch eine Möglichkeit, das einigermaßen zu ebnen, dass es gleichermäßig ist, aber dann ist der Durchschnitt zu hoch für die Umgebung. Also wenn ihr das mal anguckt, das sieht nicht so aus, als wenn es der Durchschnitt wäre. Weiß nicht. Aber man kann auf jeden Fall schon mal eine Straße erkennen.
ein Trampelpfad. Der führt jetzt weiter nach Norden. Und wir müssen dann gucken, wie wir das machen. Also wo wir den Knick machen. Wir wissen immer noch nicht, wo der nächste Punkt ist von dem Düsterwald. Ich denke, das wäre eine ganz gute Idee, das anzugehen. Also wir halten uns jetzt mal ein bisschen schärfer rechts, also nach Nordosten. Hey, Vogel. Nach Nordosten und gucken mal, ob wir irgendeinen Zipfel vom Düsterwald finden, der näher dran ist. So, wir können die Kraft von Eigentür benutzen, um weiter sprinten zu können. Ist jetzt eher direkt Osten als Südosten. Ne? Oh, Schwein! Ein Bogen kann Ashton auch schon besser umgehen. Hat aber auch viel geschossen. Macht also Sinn. Wir schießen um den Holzpfeil, ne? Ja, wir wollen jetzt nicht mit den guten Pfeilen auf Wildschweine schießen. Nein. Jo. Die Hirsche brauchen wir jetzt ja auch wieder. Also wir hatten ja eine kurze Phase, da war zu viel Leder quasi da, weil wir es nicht benutzen konnten. Aber jetzt mit der dritten Stufe der Werkbank haben wir noch einiges zum Aufstufen. Wir brauchen noch den Helm. Wir brauchen noch. Was habe ich eigentlich aufgestuft? Brust, ja. Also Helm und Hose müssten noch aufgestuft werden. Mit Hirschzeug und das ganze andere braucht ganz, ganz viel Schwein. Ah. Hier hat sich ein Bienenstock selbst zerlegt. Sehr kurios. Wird es Nacht oder nähern wir uns dem Dunkel vor? Das ist nah dran. Oh, das ist sehr gut. Also, ja, es ist nicht so super viel näher. Aber hey, vielleicht könnten wir echt direkt nach Osten gehen. Das sind dann so 1-2 Minuten Fußmarsch. Schick, sehr schick. Und hier ist ein Fluss. Viel wichtiger. Okay. Das heißt, wir folgen dem Fluss, wir suchen Sinn. Du. Ja. Dein Ernst. Und wir sind nass. Perfekt. Dunkel, nass, kalt müsste leer noch kommen. Mehrere Hütten? Das kennen wir noch nicht. Gibt's denn hier auch mehrere Kisten? Guter Anfang. Fackeln brauchen wir nicht. Schon so ein bisschen creepy. Anzünden können wir die nicht, oder? Nein. Okay. Machen wir Versuch wert. Kann man nicht wirklich viel erkennen. Ah, es waren wohl mal Gehege oder dergleichen. Also 1, 2, 3 von den Flachdächern.
Hier ist schon ein Baum drin gewachsen. Weg mit dir, du stößt mich sonst gleich bei meinen an. So komisch. Oh, hi. Dich haben wir schon mal gesehen bei dieser Invasion. Okay, man kann ihn zum Straucheln bringen. Aber es tut trotzdem ein bisschen weh, oder? Ja, aber es geht. Es geht. Das tut mir weh. Diese großen Keulenschwinge-Zwerge haben aber trotzdem nichts Besonderes dabei. Nö. Okay, werden also gekonnt ignoriert. Bräuchten eigentlich mehr Platz? Holz ist jetzt nicht so wichtig, Stein ist nicht wichtig. Harz benutze ich schon recht häufig für die Feuerpfeile. Ich denke, wir können die ganzen Hirschköpfe mal da lassen. Funkelt irgendwas? Nö. Nee. Irrlichter oder sowas. Ja, und Runenstein. Kriegen wir so ein bisschen Licht hin, alles schön brennen. Funktioniert halbwegs. Aber machen wir es immer kaputt. Komm. Weg mit dir, weg mit dir. Alle tot? Okay. Oh, noch ein Hinweis auf den Uralten. Wertvoll. Nicht wertvoll genug für meinen Inventarplatz gerade. Sorry. Wie viel Metzen haben wir es noch nicht gesehen, oder? Oder ist es zu dunkel? Sollten einfach in dem. Ist das das Zinn? Nein, das ist ein Stein. Wir sollten einfach im Turm noch ein Bett bauen. Wir sind hier auch technisch gesehen noch im Grasland, ne? Ja. Yep. Wo sind meine Nadelbäume? Da, okay. Öhrlichter. Brauchen wir die Knochen? Das Fleisch brauchen wir nicht unbedingt, die Schwänze brauchen wir nicht unbedingt, die Knochen schon. Die Fackel ist gerade zerstört worden. Grabkammern. So, hier werden wir vielleicht erst ein bisschen trocken. Können das was zu essen vertragen. Gut. Von den Augen haben wir schon ziemlich viel. Die können wir auch liegen lassen. Genauso wie Feuersteine. Wollen wir das hier überhaupt genauer angucken? Also da wir weder genug Erz haben für den Bedarf an noch einem Schmelzofen. Noch, dass wir Probleme haben, genug Kohle zu bekommen, weil wir nicht genug Erz haben.
sehe ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, noch mehr von den Steinen zu sammeln. Also den Kern. Irgendwann bestimmt. Die haben vermutlich auch noch einen anderen Verwendungszweck, aber jetzt gerade eher nicht. Also notieren wir uns das Ding einfach. Und können wir uns hier drin... Ja, keine Steine. Kurzen Lagerfeuer machen zum Trocknen wäre halt ganz nett. Fühlt sich nicht länger ausgeruht. Ja, das hilft auch nicht. Jetzt im Dunkeln weiter rumzutapseln. Eieiei. Will doch nur noch ein kleines bisschen Zinn. Und eine Kupferader. Das hier sah gerade kupferadrig aus, aber ist es nicht. Grasland. Also wir haben die Grenzen jetzt. Das kann man gar nicht so gut sehen. Wo der Übergang ist von Grasland zu Dunkelwald. Oh, hier. Haha, okay. Müssen wir den halben Wald auf uns aufmerksam machen. So, 10 Zinnerz. Die Ratio müsste 2 zu 1 oder 3 zu 1 sein für Bronze. Irgendwas so um den Dreh. Heißt, wir hätten jetzt genug für 20 oder 30 Bronze. Wenn wir genug Kupfer hätten. Heißt, nächster Schritt ist, das arme Vögel explodieren zu lassen. So, kurz ausruhen. Nee, kurz ausruhen. Kurz. So. Oh, da hinten ist so ein Tor, wo die rauskommen. Das heißt, hier in der Nähe Kupfer abbauen sollten wir auch nicht. Weil dann kommen aus dem Tor bestimmt ganz viele raus. Oh, die Aster. Tag 13 haben wir schon. Sind jetzt hell. Das ist wieder so ein Berserker. Warte, den zünden wir an. Oh. Ah, die Pflanzen haben wir schon mal gesehen. Ja, können wir schon mal ein paar mitnehmen. Vorsichtig. Schließlich Disteln. Du hast näher. Ich glaube, wir haben schon recht viele in der Umgebung getötet. Könnten wir vielleicht da kurz hinhauschen und das wegmachen? Ja, ne? Okay. Genau, komm zu mir. Ich zerstöre den Weg zurück zu eurer Heimat. Oh, wir haben dabei noch einen Samen gefunden. Jetzt den kleinen weggenommen. Oh, kleines Zeher als angenommen. Wir haben das Timing drauf. Komm, weitermachen.
Wir haben leider keine Musikinstrumente hier, also musst du herhalten. So, also ein Portal in eine andere Welt, erfolgreich geschlossen. Da kommt nichts mehr raus. Dann haben wir jetzt uralte Samen. An das Ur gehalten hört man nur sehr leise Flüstertöne. Okay. Und wir haben relativ nah an unserer Heimat Zugang zum Meer. Genau, folgen wir dem Ufer mal jetzt Richtung Süden, also halb über die ganzen Mini-Inseln hier. Das sind wir ja eh schon. Mehr von den Disteln und neue Beeren. Blaubeeren. Ja. Nehmen wir mit. Brauchen wir eigentlich keinen Sinn, aber was soll's. Wie kannst du noch tragen? Boah, ein bisschen was. Hier wird sich ein Leuchtturm gut machen. Aber mit Steinverarbeitung kennt sich echt schon noch gar nicht aus. Müsste aber wirklich hoch gebaut werden und stabil gebaut werden. So nah am Wasser. Ich kann das bestimmt mal übertreten. Oh. Drei Wildschweine. Eins. Oh. Falsche Pfeile. Zwei. Auch noch mitspielen. Lederreste. So, wir sind leider wieder im Grasland. Das heißt, hier wird kein Kupfer sein. Pilz ignorieren. Also wir wissen ja, wo Kupfer ist, aber es ist mir ehrlich gesagt zu weit weg. Hier müsste doch irgendwo auch was sein. Wald. Grasland. Das da vielleicht? Ne, hatte ich schon mal für Kupfer gehalten. Wenigstens kriegt sie so ihre Schritte zusammen. Je mehr sie läuft, desto besser für später. Wäre noch unangenehm, wenn wir sie überfallen werden würden. So außer Pust, wie sie ist. Hier ist doch schön hoch. Komm. Muss irgendwo ein Kupferader sein. Drei Räder unten. Türme schauen wir uns immer an. Man könnte in der Zukunft auch die Türme alle so ein bisschen restaurieren, damit man immer einen Ort hat, wo man die Nacht verbringen kann, weil nachts ist echt unangenehm im Wald rumzulaufen. Oder ein Feuer anmachen, um sie zu trocknen. Solche Sachen. Wieder abhauen.
Commit, commit. Ja, das Badge scheinbar jetzt nicht so wichtig, aber. Hey! Wo kam er denn her? Okay, kurz verschnaufen. Unten bandagieren. Vorsichtig umgucken. Die kann auch mit. Ja, sie hat doch leider noch kein wirklich gutes Auge dafür, was jetzt wirklich Kupferadern sind und was nicht. Also wenn sie direkt draufsteht, dann... Troll. Wenn sie direkt draufsteht, dann sieht sie das. Aber das da könnte eine Kupferader sein, könnte aber auch einfach nur ein ganz normaler Haufen Steine sein. Sprinten jetzt mal auch nicht. Wir wollen nicht, dass der Troll uns hört. Außerdem sind wir noch zu angeditscht. Ne. Ja, da hinten ist noch ein Portal. Sieht man immer, okay. Wir sollten die Portale nach und nach alle wegmachen, um die Umgebung zu sichern, aber nicht jetzt. Jetzt würde ich schon ganz gerne das Kupfer finden, nach Hause, die ganzen Barren anschmeißen und dann das erste Bronze herstellen. Mit einer richtigen Bronze-Axt sollten wir dann mit den Gefahren hier auch besser klarkommen. Und halt besseres Holz für den Bogen. Wieder zu sehr nach Dingensland aus. Ja, ganz da hinten ist eine Kupferader. Gut, wir sind fit. Lauf. Und mach mal ihn hier. Ja, sofort hören die uns. Ich sag's ja, Laufen ist gefährlich. Schon drin. Irgendwas bewirft uns auch noch wahrscheinlich ein Zwerg. Keine Zeit. Wo ist der nächste Teleporter? Hey. Das sind ein paar mehr. Ja, wir trashen einfach nur eure Heimat und verpiesen uns dann. Kupfer, Kupfer. Die sollten nicht hinterherkommen, oder? Ich höre sie noch. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Nicht gut, besser.
Epischer Kampf auf dem Erz bekommen. Fallschaden? Kein Fallschaden. Oh! Das hätte so gut aussehen können. Okay. Brauche ein Kupfer. Mach Lärm. Ein Kupfer. Oh Gott. Wir sind so ein Riesenbrocken drin. Zwei Kupfer. Der ganze nächste Schwung an. Zwergen ist da. Also das hier wird längerwierige Arbeit. Wir können leider auch nicht allzu viel mehr mitnehmen, weil wir schon ziemlich voll beladen sind. Mit 5. Das Holz kann auch hier bleiben, Steine brauchen wir nicht. Die Zwergenaugen da am Hang sehen echt creepy aus. Pickaxe hält auch nicht mehr lange. Na komm. Gott. Also, Steine bleiben hier, Steine bleiben hier, Steine bleiben hier. Dafür kommt Kupfererz mit, du trägst zu viel. Ja, wir brauchen das. Doch, das brauchen wir später. Harz könnten wir ein bisschen da lassen. Und das war's. Eher noch 3 Zinn zurücklassen. Weil die Ratio ja stimmen muss. Also markieren wir hier Copper. Ist weiter weg als das andere. Ja. Na gut, dann macht sich Ash jetzt schwer beladen auf dem Weg nach Hause. Und wir werden sie wiedersehen, wenn sie hoffentlich heil da angekommen ist.